Sie haben eine richtig starke Saison gespielt, Buschi. die sie heute noch mit dem Titel abschließen könnten. Das wäre dann die Krönung. Das war der Anstoß. Spiel läuft. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Kurz noch zur taktischen Ausrichtung. Hier sehen wir ein 3-5-2, hinten also die Dreierkette, dann ein Fünfer Mittelfeld und vorne. Jetzt die Gelegenheit. Da ist er drin. Ein tolles Tor. Der erste Schuss gleich drin. Auftakt nach Maß. Da hat er alles stehen lassen und dann auch noch den Treffer gemacht. Klasse. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Ein echter Traumstart. Schon nach 3 Minuten liegt der Ball im Netz. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Entscheidet auf Foul, aber da kann er die Verwarnung noch stecken lassen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Schöne Flanke. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Chance erstmal vorbei. Und jetzt die Chance. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Freistoß, mehr nicht. Keine große Sache. Bah. Klasse Tackling. Abwehr hat aufgepasst. Er hat den Ball. Er bekommt Hilfe. Er findet den Mitspieler. Macht er ihn. War das eng. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Wittek. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Weiter mit dem Vorteil. Mal sehen, ob sie den nutzen können. Jetzt der Angriff könnte was werden. Jetzt schießt er. Müsste Ecke geben und die gibt's auch. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Eigner. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Das macht er gut.
So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Da steht die Abwehr sicher. Eigner. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Und nun ein Schuss. Da ist der Torwart da. Gut gemacht. Es gibt Ecke. Vielleicht eine gute Chance auf den Ausgleich. Die Defensive steht. Stark gemacht, das könnte was werden. Er setzt sich durch und das Tor ist frei. Brillant gemacht. Sie sind hier ganz klar auf Titelkurs. Ja, Wolf, Sie zeigen eindeutig, was in Ihnen steckt. Der Vorsprung ist doch mehr als beruhigend. Sie lassen heute einiges an Chancen zu und jetzt eben der Gegentreffer. Ja, so richtig gut sind sie nicht im Spiel. Sie bekommen den Gegner nicht in den Griff. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Das war zu weit weg. Der Schuss ist kein Problem für den Torwart. Schopp. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Gut, Kehr. Wird jetzt der Schuss und der Torhüter ganz sicher. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Jetzt wird's gefährlich. Er bringt die Flanke. Da kommt kein Mitspieler dran. Das könnte gefährlich werden. Kein guter Ball und daher kein Problem für die Abwehr. Da kann er ihn stoppen. Der Trainer hat ein Einsehen und nimmt ihn aus der Partie. Das war definitiv nicht sein Tag heute. Das kann man so sagen, Wolf. Hilft ja nichts. Er sollte die Partie jetzt möglichst schnell abhaken und dann wieder nach vorne schauen. Und er schießt. Und Tor! Und da macht er gleich sein Joker-Tor. Klasse, wie er sofort da ist. Geht jetzt vielleicht noch was für Sie. Wahnsinn, wie Sie hier ins Spiel zurückgekommen sind. Jetzt nur noch ein Tor. 2-1, hier ist noch alles drin. Da trennt er ihn vom Ball. Er passt ihn auf den Flügel. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Das könnte die Chance werden. Gut in den Lauf gespielt. Jetzt vielleicht. Den Ball hält er gut. Jetzt gibt's Einwurf, nicht weit weg vom Tor. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Könnte eine Gelegenheit werden. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen.
Jetzt müssen sie aufpassen. Good care. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Aigner. Das war die Chance zum Ausgleich, Buschi. Aber er macht ihn nicht. Und hier nochmal die Grätsche in der Zeitlupenwiederholung. Ja, und Wolf, du weißt, oft ja nur das letzte Mittel, aber hier die richtige und gute Aktion. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da zieht er ab. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Zur Ecke abgewehrt. Muss Einwurf geben. Richtig, dass er hier pfeift. Das war ein Foul. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Schussversuch. Der Pass, stark gemacht. Jetzt haben sie ja alles im Griff und können mit diesem Treffer noch erhöhen. Auch in dieser Szene sieht der Torhüter nicht gut aus, Buschi. Ah, das hat er sich abgezeichnet. Er war bisher nicht gut im Spiel. Diese Unsicherheit muss er schleunigst abstellen. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Jetzt vielleicht. Ein fantastischer Treffer. Herrliche Kombination, da haben sie ihn perfekt freigespielt. Heute ist er nicht der gewohnte Rückhalt. Leider nein, keine gute Leistung und sie liegen nun schon deutlich zurück. 4:1 jetzt also. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Hier wurde auf Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Gute Freistoßposition. Das ist eine gute Chance. Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Da gibt es kein Vertun, der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Die Mauer geht noch ein Stück nach vorne, das müsste der Schiri eigentlich unterbinden. Er trifft den Pfosten! Einwurf. Das könnte die Chance werden. Das macht er gut. Eine souveräne Vorstellung heute. Wenn Sie dieses Ergebnis halten, dann haben Sie sich den vorzeitigen Titelgewinn wirklich verdient. Jo, also das machen Sie mal richtig gut. Jetzt gibt's gleich die Ecke. Mit dem Kopf. Und den Ball hält der Torhüter fest. Das gibt Freistoß.
Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Keine andere Option für den Referee. Da steht die Abwehr sicher. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Er zieht ab. Tickt zu hoch. Der Ball streift die Latte und geht ins Aus. Freistoß, und das ist auch die richtige Entscheidung. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Richtig, dass er hier pfeift. Das war ein Foul. Jetzt gibt's die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Die Defensive steht. Schopp. So, 4 Minuten Nachspielzeit werden hier angezeigt. Wird das eine Torchance? Guter Pass, das könnte Chance werden. Sie können sich befreien, tolle Aktion. Eigner. Ich weiß nicht, der Schuss hier wohl eher die falsche Entscheidung, Buschi. Ja, zumindest völlig überhastet. Ich denke, das Zuspiel wäre besser gewesen und der Ball geht ja meilenweit vorbei. Alles richtig gemacht vom Unparteiischen. Erster Vorteil, jetzt doch noch verspätet gelb. Ja, macht er gut. Genauso musst du in der Situation reagieren. Jetzt müssen sie aufpassen. Und da verlieren sie den Ball. Schluss, aus, das war's. Es bleibt hier beim 4:1 in dieser Partie. So, hinten stehen die Ordner. Die Ordner sind so die einzigen, wenn ich es jetzt richtig sehe, die so ein bisschen Haltung bewahren. Auch die Fotografen, da ist auch so ein leichtes Wippen spürbar. Ansonsten wackelt hier das Podest. Ja, hier bei oben, dem Erfolg. Hier oben bei uns wackelt die Tribüne. Alles wartet auf den großen Moment, wenn der Kapitän vortritt und die Trophäe in den Himmel streckt. Und jetzt... Lass es raus! Lass es raus! Ach, das sind einfach schöne Bilder, Wolf. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt. Es geht zum Zielfoto. Das ist, liebe Freunde, ist die Postkarte der Saison. Lieber Frank Buschmann. Metaphorisch eine brillante Leistung des Herrn an meiner Seite und eine tolle Leistung der Mannschaft. Jetzt noch zur taktischen Ausrichtung. Hier sehen wir ein 3-5-2. Jetzt die Gelegenheit.